Dann hier unten vielleicht noch mal eine Sache, um das mal zu zeigen, dass die Bücher von Said Nursi, das ist halt die Risale Nur Kulliyate, Ja. das habe ich hier auch damals gekauft. Eine umstrittene Person eigentlich aus dem 20. Jahrhundert in der Türkei, Said Nursi, was bei, also für mich gesehen persönlich bei Said Nursi, ist, ich sag mal, das einzigste Wichtige eigentlich ist, dass er letztendlich im Widerstand zum Kemalismus eigentlich stand und ist jetzt letztlich auch im Gefängnis oder beziehungsweise unter Unterdrückung gestorben. Man hat ihn letztendlich in Urfa begraben. Und stellt euch mal vor, also ich war übrigens auch an seinem Grab gewesen, wo er das erste Mal jetzt begraben war, also in Urfa, in der Moschee, wo man auch sagt, da ist Ibrahim a.s. geboren, wo dieses Balıklı Göl ist, dieses. Da ist er begraben. Ja, da war er begraben. Also in Ach so. Balıklı Göl, wo diese Fische sind, Ja. wo man halt sagt, Ibrahim a.s. wurde dort ins Feuer geworfen und aus dem Holz wurde quasi Fische und so, diese Sagenbisse und so. Und in dieser Moschee ist das erste Grab von Said Nursi. Da gibt es auch eine Höhle, da sagt man, da ist auch Ibrahim a.s. geboren, Ibrahim Marası. Und jedoch, da hat man ihn dort begraben, aber beim Militärputsch, also einige Tage danach oder Wochen danach, hat man seine Leiche genommen und hat sie quasi, heute gibt es kein Grab von ihm. Okay. Also es war so ein Dorn im Auge vom kemalistischen Regime gewesen, dass man auch dass man komplett ihn vergessen wollte. Ne? Genau wie bei Seyyid Kutup gibt es kein Grab. Bei Mursi, bei Mohammed Mursi, auch wenn wir jetzt nicht mit ihm über Ja. eine Stimme Meinung stimmen, Bin aber Laden. weil er ihm ein Dorn im Auge war, zeigt man solche Gräber in Ägypten nicht. Und so ist es auch in der Türkei. Man möchte einfach nicht, auch zu NS-Zeiten zum Beispiel, von bestimmten wichtigen Personen aus der nationalsozialistischen Zeit, Ja, klar. benutzt man die Gräber. Ich denke, Rudolf Hess ist einer davon, auch bei Osama bin Laden zum Beispiel. Also man Richtig. sagt ja, Osama bin Laden, wenn wir die offizielle Geschichte glauben, ich glaube letztendlich die offizielle Geschichte, dass man ihn in diesem Haus in Islamabad in der Gegend gefunden hat und dass man seine Leiche dann über dem Indischen Ozean abgeworfen hat. Ich glaube daran, aber ich weiß es letztendlich nicht. Und derjenige, der das Gegenteil behauptet, das ist schön, kann auch nicht sein, aber der weiß es letztendlich Richtig. auch nicht. Warum habe ich das gesagt? Also deswegen ist zum Beispiel Said Nursi eine wichtige Person, weil es im Widerstand stand. Unabhängig dessen, ja, ist es halt so, wie es ist. Gehen wir inshallah zum nächsten Regal. Vielleicht noch mal kurz zu dem Buch, was wir eben gerade hatten. Drüben, da ging es ja um Said Nursi, weil manchmal fragen uns die Leute auch so, was denkt ihr über Said Nursi? War Said Nursi ein Muslim? Oder was denkt ihr über, keine Ahnung, über den und den Gelehrten, über jetzt aus Irgendjemanden. Saudi-Arabien, VSAMV, egal wer es ist. Das Ding ist, man muss nicht über jeden Menschen ein Urteil wissen oder jeden Menschen kennen, um ein Urteil fällen zu lassen. Also, Genau. das ist nicht für uns als Priorität. Priorität sind erstmal die Geschehnisse. Was, wenn ein Mensch das und das macht, das ist Kufr, wenn ein Mensch das und das macht, ist das Haram. So, das erstmal für uns relevant. Des Weiteren ist das für uns wichtig. Wir urteilen nach dem Äußeren und das, was wir kennen, so. Und wenn wir von außen sehen, ein Mensch hat Mujadala gemacht, dann handeln wir erstmal im Guten, so, weil wir denken, okay, der hat Mujadala gegen ein Toryan-System gemacht. Wenn wir sehen, zum Beispiel, ein Imam ist ein System verschweißt, was aber auf Tarut und Schirk ist, dann halten wir erstmal Abstand. Auch wenn wir ihn nicht kennen und nicht wissen, vielleicht hat er gerade keinen Kufr gemacht, aber dann sagen wir Abstand. Und das ist halt so allgemein so eine Regel, wo wir sagen, wir nähern uns minimal dran, aber wir haben jetzt auch nicht sein Leben gelesen. Also, wenn jetzt jemand uns sagt, ja, Said Nursi war ein Mischling da, in seinem Buch sagt er das und das. Da sind wir raus. Also wir sind da raus und unsere Sache ist nicht, über die Menschen zu erforschen und deren ihr Kufr oder deren ihre Sünden herauszufinden, sondern es geht darum, einfach nur, diese Menschen sind verstorben, ihre Bewegung ist eigentlich auch fast verstorben. Da gibt es noch einige, aber die Bewegung von damals ist verstorben. Das sind passive Menschen, die sich noch dran halten. Deswegen ist für uns relevant nur, was können wir daraus lernen, um weiterzumachen, um daraus zu profitieren, inshallah. Das mal vielleicht so eine kurze Anekdote, weil dasselbe gibt es auch jetzt in dem Bereich, vielleicht wo wir jetzt hingehen, mehr in diese auch, ich sehe schon zum Beispiel, da ist Durrusaniya und wir gehen jetzt gleich zu Majmu Fatawa. Also man sollte einmal aufpassen, in Bezug auf Person, Urteil über Personen zu geben, denke ich mal. Ich denke, das sollten wir auch als Prototyp mal nehmen, weil es gleich mal hier anzusprechen wegen Said Nursi. Also erstmal, man muss die Leute mit Abstand genießen. Und bei Said Nursi sage ich mal so, also du sagst, die Nursi-Bewegung gibt es heute gar nicht mehr. Eigentlich gab es nie eine Said Nursi-Bewegung, weil es war eigentlich nie eine Bewegung gewesen, es war eine Halka gewesen. Also das, was Said Nursi gemacht hat, das war ja quasi eine Schule, hat er gegründet. Deswegen sind ja seine Anhänger, nennt man ja Talebe, nur Talebes. Also man hat gesagt, die sind die Schüler von Said Nursi. Es war ja nie so eine Bewegung gewesen. Und diese Bewegung, beziehungsweise diese Schule, die er gegründet hat, auf Risale Nur, sie ist ja heute fast in 20 Gruppen
aufgegangen. Mhm. Und einen davon ist die durchgeknallteste, sag ich mal. Das ist die Gruppe von Fethullah Gülen, diese Terrororganisation von ihm. Da kann man sagen, das ist eine Bewegung, aber es ist eine terroristische Bewegung, obwohl es mit Büchern anfing. Also deswegen bei Side Notes sehr, sehr aufpassen. Es gibt zum Beispiel einen Gelehrten, den wir auch sehr, sehr stark befolgen. Der heißt Hafez al-Reshad Hoca. Und Hafez al-Reshad Hoca hat in den 30ern, 40ern Jahren die Schirkfettwasser gegeben. Ein sehr guter Freund übrigens von Mustafa Sabri Efendi. Der hat in Gümülcine gelebt, im Exil in Griechenland. Und wenn ich mir die Bücher von Hafez al-Reshad Hoca anschaue und quasi die Quelltexte von ihm, dann sage ich so, Alter, der ist ja mehr Muwahhid als Said Nursi selbst. Aber er sagt, ich bin Nurju. Und dann kommen solche Leute zum Beispiel zustande. Ich habe vielleicht will ich mal ein Buch mal jetzt hier zeigen über das Thema Nurju. Das hat Mohammed Siddiq Shehanzadeh geschrieben in Tenver Neshriyat. Ich habe auch noch zwei andere Bücher über diesen Verlag. Hier sagt er zum Beispiel, das ist übrigens, also wenn diejenigen sagen, ich möchte das Original Nurjuluk lesen, dann müssen sie sich beim Tenver Neshriyat melden in Istanbul. Çağlıoğlu, da ist das auf jeden Fall oben. Und dort gibt es die Bücher, die eigentlich auch zeigen, wie Said Nursi wirklich war. Und hier verleugnet er auch die Parteien. Also hier steht auch geschrieben, wie er, und Mohammed Siddiq Shehanzadeh hat das geschrieben, der ist auch verstorben vor einigen Jahren, der sagt wirklich, dass Said Nursi auch gegen Demokratie etc. gewesen war. Inshallah mal jetzt dazu, deswegen können wir so zum Thema Personenerkennung. Also wir wissen nie, also, nach und nach kommt bis zur Wahrheit, Allahu ya'lamu bis sarair. Wir urteilen nach dem Äußerlichen und Allah kennt die Herzen. Aber Allah hat uns auch nicht die Aufgabe gegeben, über irgendwelche Menschen zu urteilen, die wir gar keine Beziehung haben. Also ich sag mal so, Said Nursi war jetzt hundertprozentig Muslim oder nicht seiner Kita? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass das gewesen war. Ali Haidar Efendi, hat er das legitimiert? Ich weiß es nicht. Ich müsste es lesen, weißt du? Bei vielen Sachen zum Beispiel weißt du es einfach nicht. Und du musst nicht immer alles wissen. Also du musst nicht alles wissen. Was interessiert mich eine Person, die vor 100 oder geschweige denn vor 500 Jahren gelebt hat, mit der ich aber nichts zu tun habe? Ja. Aber Gelehrten, auf der ich mich stütze, Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, die in der Moschee richtig beten, oder richtig, da muss ich wissen, wie ist diese Akida. Ansonsten, Velate Jester, so steht in der Surah, forscht nicht so auf linke Art und Weise so hinterher und versucht, es gibt manchmal so eine schlimme charakterische Eigenschaft bei einigen jugendlichen Muslimen, die versuchen immer solche Fehler rauszufinden, um irgendwie den zu kritisieren und dies und das. Also wie gesagt, deswegen mit Hassan al-Benna zum Beispiel. Wir haben sehr viele gute Sachen von Hassan al-Benna, aber einige Sachen, wo du sagst, das ist Kufur. So, spricht der Furkan jetzt den Takfir auf Hassan al-Benna aus? Mich interessiert Hassan al-Benna nicht. Ja, richtig. Also mich interessiert Hassan al-Benna nicht, weil ich Hassan al-Benna nicht in meinen Unterrichten benutze, weil ich den nicht in meiner Dawa benutze. Ich benutze den überhaupt nicht. Ich habe den als geschichtliche Person in meinem Kopf in den 20er, 30er Jahren. Ja, das war so halt, wie es so ist. Aber darüber hinaus gehe ich nicht, weil ich den Typen nicht benutze. Wenn er das so gesagt hat, wie er es gesagt hat, dann ist das Kufr. Wenn er das so gemeint hat, ist das Kufr. Vielleicht hat er was gesagt, was nicht so gemeint ist. Dann müsste ich ja die ägyptische Verfassung lesen. Ich müsste sein Buch lesen. Ja, also du musst so viel Zeit investieren für eine Sache, die dich überhaupt nicht weiterbringt. Genau. Und der Prophet a.s. sagt, ich nehme Schutz, ich nehme Zuflucht vor einem Wissen, was mir keinen Nutzen bringt. Und das auf jeden Fall ein Wissen, was dir keinen Nutzen bringt, weil ich lebe in Deutschland und Hassan al-Benna juckt hier eigentlich überhaupt gar keinen. Wie gesagt, wenn das so gewesen war, ist das so. Und wenn er nicht so gewesen war, ist das nicht so. Richtig. Was für mich als Person wichtig ist bei Hassan al-Benna, zum Beispiel bei Hassan al-Benna, wie war seine Mujahideen gewesen? Ja? Hat er da, können wir dort Lehren an ihn ziehen? Richtig. Das kannst du auch von einem Nicht-Muslim ziehen. Punkt, das war's. Ja. Mehr nicht. Und darüber hinaus, lasst es einfach bitte sein. Genau. Ja.